Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 58, die Aktuelle Stunde, Fraktion der AfD. Schwarz-Grün schaut antisemitischem Treiben bei Documenta tatenlos zu, die Drucksache 208554 mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, Tagesordnungspunkt 72. Und das Wort hat der Kollege Dr. Grobe, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Welt zu Gast in Kassel, das war einmal. Denn das, was sich derzeit rund um die Documenta abspielt, sucht ihresgleichen. Galt die Documenta noch vor Jahren neben der Biennale in Venedig als wichtigste Präsentation für Gegenwartskunst, ist sie fast zur Resterampe mit institutionellem Rassismus verkommen. In der Vergangenheit sorgten weltbekannte Namen wie Joseph Beuys, Ai Weiwei oder Andy Warhol mit ihren provokanten künstlerischen Projekten für Aufregung und für internationalen Glanz. Doch heute finden sich auf der Ausstellerliste anstelle von renommierten Künstlern nur noch Kollektive. Und mit welchen Mitteln diese um Aufmerksamkeit heischen, lässt einen den Atem stocken. Denn es handelt sich vornehmlich um politische Aktivisten, denen es nur am Rande um Kunst, sondern vielmehr um antisemitische und israelfeindliche Propaganda geht. Sieht man sich die Künstlerkollektive etwas genauer an, stellt man fest, dass nicht wenige dieser Pseudokünstler die pro-palästinensische BDS-Bewegung unterstützen. Diese Bewegung will den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren und stellt das Existenzrecht Israels faktisch infrage. Um es klar zu sagen, das, was diese Kollektive vertreten, ist ein als Kunst verkleideter, aggressiver Antisemitismus. Und dies wird auch dadurch deutlich, dass überhaupt kein israelischer Künstler eingeladen wurde, sondern überwiegend Muslime. Und wie diese zum größten Teil zum Staat Israel stehen und wie stark der muslimische Antisemitismus ist, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber das wollen Sie natürlich nicht hören. Damit nachher keiner sagen kann, er hat es nicht gewusst, gebe ich Ihnen ein Beispiel. Das von der Documenta-Leitung eingeladene palästinensische Kollektiv The Question of Funding kooperiert mit einem Kulturzentrum, das nach Khalil al-Sakakini benannt ist, einem arabischen Hitler-Sympathisanten und Propagandisten des gewalttätigen Kampfes gegen die Gründung des Staates Israel. Und als dann national wie international Kritik aufbrandete, entschloss man sich, einen offenen Brief unter dem Titel »Wir müssen reden« zu veröffentlichen. Und wo? Im Online-Kunstmagazin eFlux, welches als BDS-Unterstützer gilt. Daher wurden auch Gesprächsangebote des Zentralrats der Juden ausgeschlagen und eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben, in dem Kritikern Rassismus unterstellt wurde. Schöne Freunde haben Sie, Frau Ministerin Dorn, und die sogenannte Kulturstaatsministerin ohne qualifizierten Berufsabschluss, Claudia Roth. Dabei hätten Sie beide diesen antisemitischen Skandal sofort Einhalt gebieten können, ist doch die Documenta eine gemeinnützige Gesellschaft, die von der Stadt Kassel, dem Land Hessen, als Gesellschafter getragen und finanziert und zudem durch die Kulturstiftung des Bundes finanziell unterstützt wird. Doch genau das Gegenteil haben Sie gemacht. Sie haben sich in Nibelungentreue vielmehr schützend vor die BDS-Anhänger und die Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann gestellt. Eine Generaldirektorin, die Folgendes sagte: Der BDS ist eine vielschichtige Bewegung, in der Antisemitismus leider nicht ausgeschlossen ist, die aber auch weltweit von einer Vielzahl von Kulturschaffenden unterstützt wird, die dies als Zeichen friedlichen Protestes in Ausübung von Kunst- und Meinungsfreiheit verstehen. Zitat Ende. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man diesen Antisemitismus als Nebenprodukt vielfältiger Ausprägung als Kunstfreiheit hinnehmen muss. Die als Kunst verpackte Israel-Kritik wird von sogenannten Woken-Zeitgenossen vorgetragen. Da sich bislang noch kein Aussteller zurückgezogen hat, scheint der Antisemitismus im Künstlermilieu en vogue zu sein. Das ist ungeheuerlich, zeigt aber auch wieder einmal, links sein heißt auch antisemitisch und anti-israelisch zu sein. Und das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Doch diese Lebenslüge wollen sich wieder Grüne, Sozialdemokraten und Linkspartei stellen. Hier zeigt sich, welchen Stellenwert der Kampf gegen Antisemitismus in der deutschen Politik hat, nämlich keinen. Denn nichts anderes kann man die Zurückweisung der Kritik des Zentralrats der Juden durch Kunst- und Wissenschaftsministerin Dorn verstehen. Diese Kritik noch als unfaire Methoden abzubügeln, ist mehr als verräterisch. Frau Ministerin, wir haben Sie erkannt und ertappt und die ganze Landesregierung gleich mit. Was würde passieren, wenn die AfD die Documenta ausrichten würde? Deutschland und Hessen würden nicht mehr zur Ruhe kommen. Aber hier und jetzt bleibt Ihr Aufschrei aus. Sie scheinen mir wahre Demokraten zu sein. Sehr geehrte Kollegen, es wird Zeit, die Documenta 2022 sofort abzusagen und einen Neustart zu wagen. Schicken Sie die antisemitischen Künstler kollektive postwendend nach Hause. Kürzen Sie die finanziellen Mittel für diese Documenta auf null. Denn das Berufen auf die Kunstfreiheit ist nur ein Deckmantel, um die palästinensische Propaganda in die Welt zu tragen. Und wachen Sie endlich auf.
denn der Linksextremismus ist nicht harmlos, wie es Bundesinnenministerin Faeser häufig attestiert. Vielmehr wird dieser durch die jahrzehntelange Wegsehen befördert und der Antisemitismus wieder salonfähig gemacht. Daher entideologisieren Sie endlich die Kulturpolitik, denn wir brauchen keine neomarxistischen, postkolonialen und auch antisemitischen Projektförderung, sondern eine reine Kunstfreiheit. Dann kommen auch wieder Gäste aus aller Welt. Und noch etwas. Es ist keine große Überraschung, dass zufällig in der Nacht vor unserer Aktuellen Stunde angebliche rechtsextremistische Schmierereien bei der Dokumente auftauchen. Das war vorhersehbar wie das Amen in der Kirche. Allerdings möchte ich einen Gedanke aus der FAZ aufgreifen. Ist die BDS-Unterstützergruppe Ruampanga vielleicht selbst der Täter, um sich, wie schon zuvor im erwähnten Brief, wieder einmal als Opfer von Rassismus darzustellen? Oder handelt es sich hier um eine weitere Kunstaktion? Bevor wir jetzt also wieder die Nazi-Keule auspacken, machen wir es doch so, wie es Ruampanga und die gesamte hessische Landesregierung mit der Documenta und den Antisemitismusvorwürfen macht. Warten wir erst einmal ab, was passiert. In diesem Fall die Ermittlungen der Polizei. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Das Wort hat der Abg. Dr. Stefan Naas, FDP-Fraktion. Stefan, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Kampf gegen Antisemitismus ist für uns Freie Demokraten eine Grundüberzeugung. Das ist eine Haltungsfrage. Für Sie von der AfD gilt das aber offensichtlich nicht. Für Sie gibt es zwei Arten des Antisemitismus. Das haben wir eben wieder gehört. Den von rechts, den in den eigenen Reihen, den Sie dulden, und den in der Wählerschaft, den Sie befeuern. Und ich sage Ihnen das. Die erinnerungspolitische Wende, das Mahnmal der Schande, der Schuldkult, die Rede vom Vogelschiss Ihres Vorsitzenden, das ist nur die Spitze des Eisberges. Gucken Sie sich doch einmal die gemeinsame Erklärung an aller jüdischen Verbände gegen den Antisemitismus in der AfD. 52 Seiten Gutachten des Verfassungsschutzes. 52 Seiten Gutachten des Verfassungsschutzes. Und fragen Sie doch einmal den Kollegen Lichert zur identitären Bewegung. Der Herr Lichert hat hier am 11. Mai 2022 im Landtag gesagt, es gibt eine internationale Hochfinanz. Wie naiv, Herr Lambrou, muss man eigentlich sein? Natürlich ist das ein antisemitischer Code. Natürlich! Beim Antisemitismus in den eigenen Reihen schauen Sie konsequent weg. Wenn etwas ein Vogelschiss ist, dann das. Bekämpfen Sie erst einmal den Vogelschiss in den eigenen Bänken. Das wäre notwendig. Sehr wohl ist die AfD aber zur Stelle, wenn es um Antisemitismus geht, als Vorwand gegen Muslime oder gegen den vermeintlich linken oder liberalen Mainstream. In Ihrem Antrag vom 19. Mai heißt es, Antisemitismus sei das traurige Ergebnis eines importierten Problems. Meine Damen und Herren, und das im Land der Shoah. Ja, ich kann Ihnen noch mehr Argumente bringen. Schuld ist natürlich, sagte Dimitri Schulz am 20. Mai letzten Jahres in diesem Haus, Schuld ist natürlich Angela Merkel. Bekennen Sie, dass Angela Merkel, so das Zitat, für den neuen Antisemitismus in Deutschland mitverantwortlich ist? Dieses Spiel der AfD ist leicht zu durchschauen. Immer geht es um den Antisemitismus der anderen. Und dieses Spiel machen wir nicht mit. Sie sind am Doppelmoral nicht zu überbieten. Für uns ist klar, wir müssen jede Form des Antisemitismus bekämpfen. Sie hingegen sind für Antisemiten in diesem Land eine politische Heimat, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das ist so. Wir haben uns letztes Jahr in einem gemeinsamen Antrag hier in der demokratischen Mitte dazu bekannt, jedem Form der Antisemitismus entgegenzutreten. Und deswegen zur Documenta.
Der Fall ist komplex, und wir müssen uns mit ihm auch auseinandersetzen. Wir müssen die Vorwürfe ernst nehmen, und wir müssen sie aufarbeiten. Und wir dürfen dieses Feld nicht Ihnen von der Rechten überlassen. Sonst landen wir bei Debatten wie heute. Und die Landesregierung, von der erwarten wir eine klare Stellungnahme. Und die erwarten wir auch von unserem Antisemitismusbeauftragten, von Uwe Becker. Und deswegen darf ich das an dieser Stelle ankündigen, werden wir einen dringlichen Berichtsantrag einreichen. Und wir werden eine Sondersitzung im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst dazu haben. Wir wollen das aufarbeiten. Hier darf kein Restverdacht entstehen und überbleiben. Das ist unser gemeinsames Anliegen. Und deswegen möchte ich es am Ende noch einmal festhalten. Beim Antisemitismus müssen wir wachsam sein. Er ist nämlich nicht immer so leicht zu durchschauen wie die Manöver der AfD. Und deswegen müssen wir gemeinsam ihnen geschlossen entgegentreten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Kommt jetzt die Frau Kollegin Miriam Schmidt, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Über die Documenta wurde in den letzten Wochen viel diskutiert, leider aber nicht über die Kunst. Die wichtigste Kunstausstellung der Welt ist im Zentrum eines Schlagabtauschs zum Thema Antisemitismus geworden. Es werden Vorwürfe über Antisemitismus, Islamophobie und antimuslimischen Rassismus erhoben. Beheizt wird die Debatte von rechts. Eine der wichtigsten Erzählungen der Rechten ist, es gibt keine Allianz zwischen Juden und Muslimen. Das aber hat nichts mit der Realität zu tun. Es gibt viele muslimische und jüdische Gruppen, die aufs Engste verbunden sind und gemeinsam gegen Rassismus und Antisemitismus kämpfen. Und das an dieser Stelle vorauszuschicken, ist mir sehr wichtig. Der Zweck dieser rechten Erzählung ist jedoch klar. Es ist der Versuch zu spalten. Und genau das versucht die AfD mit ihrem Antrag hier zur Aktuellen Stunde. Eine Partei, die einen Abgeordneten zur Wahl des Vizepräsidenten vorgeschlagen hat, der durch die Verwendung von antisemitischen Codes aufgefallen ist. Eine Partei, dieser israelische Botschafter in Deutschland, Issacharow, als Partei bezeichnet hat, die das Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlost. Eine Partei, die in Israel nicht willkommen ist. Die AfD versucht zu spalten. Es ist der Versuch, das kulturelle Miteinander zu brechen. Kultur aber sind wir alle. Als Gesellschaft definieren wir uns über kulturelle Aushandlungsprozesse. Wir definieren gemeinsam, wie wir miteinander leben wollen, weil Demokratie genau darauf basiert, dem Gemeinsamen, dem Miteinander, dem Vertrauen in staatliche, gesellschaftliche, mediale und kulturelle Institutionen. Viel wichtiger wäre es deshalb, in dieser Angelegenheit zu vermitteln. Dialog ist essentiell. Deshalb wünsche ich mir, dass der unbegründete Verdacht in vertraulichen Gesprächen zwischen dem Zentralrat der deutschen Juden und der Documenta ausgeräumt werden kann. Denn die Vorwürfe gegenüber Documenta waren von Anfang an unbegründet. Es gibt keine Belege für Antisemitismus bei Documenta-KünstlerInnen. Denn Antisemitismus, egal in welcher Form, hat keinen Platz in Hessen, hat keinen Platz in Deutschland und hat keinen Platz auf der Documenta. Trotzdem,
Die Hauptfrage, die sich jede internationale Ausstellung dieser Dimension stellen muss, erst recht, wenn es sich um Gegenwartskunst handelt, ist der Kontext, also der Ort, an dem sie stattfindet. Kassel liegt in Deutschland. Zur Boykottbewegung des BDS gibt es eine entsprechende Resolution des Bundestages. 2019 wurde die Bewegung nicht nur israelkritisch, sondern als antisemitisch eingestuft. Dass jemand das Existenzrecht von Israel infrage stellt, ist eine Haltung, die wir in unserem Land nicht dulden. Wir haben in Deutschland eine besondere Verantwortung. In unsere Geschichte ist der Holocaust eingeschrieben. Israels Sicherheit ist Teil der deutschen Staatsräson. Daran gibt es nichts zu rütteln. Gleichzeitig müssen wir verstehen, dass es in Ländern des globalen Südens und vor allem bei den Palästinensern die Boykottbewegung eine andere Bewertung erfährt. Auch wenn ich persönlich glaube, dass Boykott kein Beitrag zu einer friedlichen Lösung ist, sondern das Gegenteil. Trotzdem wäre es falsch, KünstlerInnen aus palästinensischen Gebieten zu meiden, solange ihre Kunst nicht antisemitisch ist. Denn es braucht Dialog für den Frieden. Der politische Diskurs verlagert sich immer mehr in die Kunst. Das hat auch etwas mit dem Anspruch der diesjährigen Documenta zu tun, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Natürlich entsteht so auch Widerspruch und Reibung. Das ist normalerweise das Beste, was einer Ausstellung passieren kann. Im Fall der Documenta jedoch hätte die Künstlergruppe Ruhan Grupa wissen müssen, dass es in unserem Land Narrative gibt, die schwer miteinander ins Gespräch zu bringen sind. Kollisionen und Verletzungen hätten vermieden werden können, auch durch eine bessere Kommunikation. Die wünsche ich mir für die Zukunft. Den Kampf gegen Antisemitismus und den Schutz der Kunstfreiheit, aber auch die Frage ihrer Grenzen immer im Blick. Die Documenta abzusagen, ist selbstverständlich keine Option. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt. Das Wort hat jetzt der Abg. Rolf Kahnt. Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal, ich möchte keine Bemerkungen hören, wenn ein Kollege hier vor ans Rednerpult geht. Das ist weder parlamentarisch noch ist es in Ordnung. Bitte halten Sie sich alle dran, das geht ins ganze Haus. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD-Vorstellungen zum Grundrecht der Kunstfreiheit sind hinlänglich bekannt. Ginge es nach ihr, würden Kunst und Kultur in all ihrer Vielfalt eingeschränkt und ideelle und finanzielle Unterstützung für Kulturschaffende gestrichen, die nicht in ihr Welt- und schon gar nicht in ihr Menschenbild passen. Hierzu einige Fakten. Eine AfD, der im Verfassungsschutzgutachten auf 50 Seiten antisemitische Aussagen von AfD-Vertretern nachgewiesen werden, sie, die über die Verbrechen und den millionenfachen Mord an Jüdinnen und Juden mit einem Vogelschiss-Vergleich herzieht, sie, die das Mahnmal des Holocaust-Denkmals in Berlin als Denkmal der Schande, als beschämende Erinnerungspolitik entwürdigt und eine verantwortungslose erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Sie, die sich bei Corona-Demonstrationen nicht vom Tragen des gelben Sterns oder von Vergleichen mit Anne Frank oder Sophie Scholz distanziert. Sie, die in ihrem Programm fundamentale Gebote des Judentums zur Disposition stellen will. Sie, bei der antisemitische Vorstellungen und Verschwörungsdenken integraler Bestandteil ihrer Programmatik sind. Sie, die über die neue Rechte mit Codes wie internationale Hochfinanz oder Great Reset unverhohlen Antisemitismus schürt. Sie, die den Antisemitismus als wesentliches Problem von Migranten darstellt. Sie, die unaufhörlich gegen Muslime und Minderheiten hetzt und sie stigmatisiert. Sie, die in ihrem herablassenden Programm dem Grundrecht auf Religionsausübung, ich zitiere, über ihre Werte und durch staatliche Gesetze Grenzen setzen will. Sie, die das Bundesverfassungsgericht und damit unseren Rechtsstaat ablehnt. Sie, die kraft Gerichtsurteil als Verdachtsfall wegen Rechtsextremismus eingestuft wird. Ausgerechnet, meine Damen und Herren, diese AfD inszeniert sich mit einem zynischen, schamlosen und verlogenen Antrag
als Hüterin der christlich-jüdischen Tradition. Doch weder Christen und schon gar nicht Juden wollen sich von ihr vereinnahmen lassen. Die AfD sollte vor ihrer eigenen Haustür kehren. Mit Verlaub, dort gibt es genügend Dreck. Die AfD braucht niemand und niemand braucht die AfD zum Schutz vor Antisemitismus. Was wir aber brauchen, meine Damen und Herren, das ist Schutz vor der AfD und ihren Anträgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kahnt. Jetzt kommt der Kollege Gernot Grumbach, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Gernot. Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, irgendwo in Tausend einer Nacht ist die Geschichte vom Dieb in Bagdad, glaube ich, der, als er das erste Mal erwischt wurde, weit von sich wies und sagte, haltet den Dieb. Ich glaube, dieser Antrag ist ziemlich genau aus dieser Tradition. Ich will dennoch nach einer Vorbemerkung, weil der Kollege Naas hat zur AfD eigentlich alles gesagt, was man sagen muss, der Vorbemerkung aber noch einmal sehr ausdrücklich sagen, weil das ist da nicht kollektiv, sondern einzeln. Für uns ist klar, wer Ideen hat, dass der Staat Israel ausgelöscht werden soll, hat in der demokratischen politischen Debatte nichts zu suchen. Sehr klar, sehr deutlich. Vielleicht noch das winzige Aperçu. Ich schlage allen vor, mal die Anträge zur Cancel Culture der AfD nachzulesen. Weil wenn es passt, macht man es selber. Und wenn es nicht passt, bekämpft man es. Da muss man sich schon ein bisschen entscheiden. Ich will mich aber in höheres Risiko begeben, weil ich glaube, dass wir uns in dieser Debatte genau nicht mit diesen Klischees begnügen dürfen, sondern wir haben ein ernstes Problem vor uns. Wir haben seit Jahrzehnten einen ungelösten Konflikt, der Parteien immer wieder dazu bringt, völlig unreflektiert eine Position durchzuziehen. Ich sage das sehr kühl. Wenn Sie sich anschauen, die politische Debatte im palästinensischen Bereich, die politische Debatte in Teilen des israelischen Bereichs, stellen Sie fest, dass dort ein Grundkonflikt ist, der die Leute polarisiert und der seit Jahrzehnten eine Friedenslösung verhindert, bis zu dem Extrem, dass die Leute, die eine Friedenslösung auf den Weg bringen wollen, umgebracht werden. Ich erinnere nur an Herrn Rabin. Ich sage das deswegen so, weil ich glaube, dass wir aufhören müssen, von außen diesen Konflikt sozusagen parteiisch zu betrachten, nach dem Motto, wir sind dafür und dafür. Sondern ich bin dafür, sehr klar zu sortieren. Erstens, Antisemitismus, der in Deutschland nichts zu suchen hat, hat bestimmte Punkte von Art von Umgehen, mit dem man anders agieren muss. Wir müssen, wenn wir kritisieren, sagen, wir kritisieren eine bestimmte Tat. Ich will es an einem schlichten Beispiel deutlich machen. Das habe ich schon mal auf dem Bundesparteitag gemacht. Ich halte das Ermorden von Gegnern in einem, sage ich mal, merkwürdigen, nicht erklärten Krieg per Drohne für im Widerspruch zum internationalen Strafrecht. Das habe ich gesagt zur Frage, das habe ich gesagt zum Thema Obama. Und das sage ich natürlich auch zu allen anderen Regierungen. Ich sage das so, das muss man nicht teilen. Aber wenn man eine Grundsatzposition hat, dass solche Sachen international bestraft werden müssen, muss man die Position auch durchhalten. Das heißt, eine Einzeltat wird beschrieben. Das Zweite ist, eine Einzelperson wird beschrieben. Was nicht geht, und das hat die AfD ja vorgeführt, sie redet wieder von Gruppen. Sie redet vom muslimischen Antisemitismus, sie redet nicht von einer einzelnen Person, sie redet nicht von einer einzelnen Gruppe, sondern sie redet von dem großen Ganzen. Genau der Trick. Es gibt... Ja, Kollektive hassen Sie sowieso, das weiß ich ja. Aber der Trick ist doch, statt sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, macht man eine große Gruppe. Man weiß nicht genau, wie der Anteil ist, der, über den man redet, aber man hat die ganze Gruppe gemeint. Und genau das führt uns in den Sumpf. Das wird an der Debatte um die Dokumenta deutlich. Ich bin nicht so sicher, ob jeder der Leute, die dort ausstellt oder kuratiert, das Existenzrecht Israels wirklich ernst nimmt. Und jeder, der das nicht tut, muss sich politisch, seien Sie doch mal ruhig, muss politisch sozusagen damit rechnen, dass man ihm politisch hart entgegnet. Aber die Konstruktionen, die gefunden werden, lauten ja anders. Sie lauten, pass auf, du
arbeitest in einem Zentrum, das nach jemand heißt, der vor 70 Jahren mal der Meinung war, die Deutschen seien Befreier statt Besatzer und der Hitler sozusagen vielleicht auch für Brennblö. So. Das ist eine seien Sie doch mal einen Moment ruhig. Das ist ein Punkt von Art von Argumentation, die wir nicht zulassen dürfen. Der zweite Punkt ist, wir haben unter den demokratischen Menschen, die es mit Antisemitismus betrachten, eine Debatte, wo die Grenzen sind. Und es ist doch kein Zufall, dass Eva Menasse oder Frau Aßmann sozusagen in der Debatte Position beziehen, dass sozusagen Micha Brumlik, den viele von Ihnen kennen, Position beziehen, die nicht ganz so einfach sind. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir uns auch nicht auf die einfachen Positionen begeben. Wir machen einen groben Fehler, weil wir lassen uns in eine Dichotomie einsperren, wo Differenziertheit nötig ist. Ich sage das so deutlich, weil ich glaube, dass wir diesen Konflikt ja irgendwann bewältigen müssen. Und wenn wir ihn bewältigen müssen, heißt das, wir sind diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass Leute miteinander reden, die voreinander Angst haben. Und das ist der zentrale Punkt, vor dem diese Art von Debatte einfach ablenkt, statt vernünftige Positionen zu beziehen. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Jetzt kommt die Frau Kollegin Elisabeth Kula, Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass heute die AfD, gerade diese Rechtsaußentruppe, über antisemitisches Treiben bei der Documenta diskutieren will, das ist wirklich blanker Hohn und nur wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten. Und die AfD versucht sich damit erneut als Verteidiger der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu inszenieren. Aber nein, die AfD ist nicht Vorreiterin gegen Antisemitismus, wie sie sich teilweise gerne inszeniert. Und ein solches leicht durchschaubares Manöver werden wir Ihnen auch nicht durchgehen lassen. Leider ist es dazu aber auch notwendig, wie der Herr Stefan Naas das ja auch gemacht hat, sich noch einmal mit dem Geist in dieser Partei leider auseinanderzusetzen. Ich werde jetzt nicht die ganz bekannten Zitate sagen, die auch vorher schon genannt wurden, sondern will vielleicht ein paar Sachen benennen, die noch nicht so bekannt sind. Beispielsweise Stefan Schröder, Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen, feierte auf Facebook den Vergleich zwischen der Bombardierung von Dresden und dem Holocaust. Sein Geschäftsführer Stefan Möller wollte Schröder daraufhin nicht entlassen und versicherte, ich zitiere, wir, die AfD, haben ein entspanntes und auch ein praxiserprobtes Verhältnis zu unseren jüdischen Mitbürgern und Israel. Der Thüringer AfD-Politiker Torben Braga sprach 2018 im Interview mit dem NDR vom sogenannten Schuldkult, ein Begriff aus dem Neonazi-Jargon. Die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt beschäftigt mehrere ehemalige Mitglieder der rechtsextremistischen, heimattreuen deutschen Jugend. Und die absolute Spitze, den bildet der Mitarbeiter für die AfD-Abgeordneten Christina Baum und Heiner Merz im baden-württembergischen Landtag. Und er ist auch ehemaliges NPD-Mitglied. Er sagt in einem Facebook-Chat, ich darf leider zitieren, ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Frauen, Kinder, mir egal. Hauptsache, es geht los. Insbesondere würde ich laut lachen, wenn sowas auf der Gegendemo passieren würde. Tote, Verkrüppelte. Es wäre so schön. Ich will auf ihren Leichen pissen und auf den Gräbern tanzen. Die zwei letzten Worte spare ich mir. Ich glaube, Sie können sie sich denken. Frau Kollegin Kula, der Kollege Lambrou wollte Ihnen eine Zwischenfrage. Gut. Ein weiteres. Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Zitat Ende. Die Abgeordneten wollten bisher nichts dazu sagen, ob der Mitarbeiter noch bei der Fraktion angestellt ist. Und meine Damen und Herren, es braucht nun wirklich keinen Verfassungsschutz, um zu erkennen, welch Geisteskind diese Partei ist. Man muss aber auch gar nicht über Hessen hinausschauen, um antisemitische Ausfälle bei der AfD zu entdecken. So stellte die AfD in Fulda Martin Hohmann, der wegen antisemitischer Äußerungen 2003 aus der CDU geflogen ist, mehrfach zur Bundestagswahl auf. Bei der letzten verpasste er den Einzug.
Zahlreiche hessische Kommunalpolitiker, die die AfD aufgestellt hatte, wie z. B. Gottfried Klaasen aus Kassel, mussten nach antisemitischen Äußerungen Fraktion oder die Partei verlassen. Und weil wir beim Thema sind, 2017, als die Stadt Kassel den Obelisken der Documenta aufkaufen wollte, sprach der AfD-Stadtverordnete Thomas Materner von ideologisch polarisierender, entstellter Kunst. Und entstellte Kunst, was ist das denn für eine Anlehnung? Das kann man doch gar nicht missverstehen. Und auf diesen antisemitischen Nährboden in der AfD gedeihen dann auch die vermeintlich harmlosen Codes eines Abgeordneten Lichert hier im Landtag zu voller Blüte. Und indem Sie ihn dann auch noch für das Amt des Vizelandtagspräsidenten aufstellen, machen Sie unmissverständlich klar, Sie wissen, was Sie tun, Sie machen es bewusst, und wir müssen Ihnen immer wieder entschieden entgegentreten. Auf Ihr durchschaubares Manöver, den Kampf gegen Antisemitismus zu instrumentalisieren, möchte ich mit den Worten von Antisemitismusforscher Gideon Bortsch antworten. Zitat: Es zeigt aber, dass die AfD ein einseitig instrumentelles Verhältnis zum Antisemitismus hat, der für die AfD immer nur dann wichtig wird, wenn er sich mobilisieren lässt gegen andere Minderheiten, insbesondere gegen muslimische Communities in Deutschland und gegen Flüchtlinge. Andere Facetten des Antisemitismus thematisiert die AfD nicht. Und genau so ist es. Und deswegen werde ich mich sicherlich heute auch nicht auf Antrag von Ihnen zu Künstler aus, weil der Documenta äußern. Diesen Gefallen tun wir Ihnen sicherlich nicht. Für uns ist klar, Antisemitismus und alle anderen Formen der Diskriminierung dürfen keinen Platz und kein Forum finden. Die Angriffe von rechts gegen die Documenta aber, die ja ein wichtiger gesellschaftskritischer Beitrag in der globalen Kunstwelt darstellt, die müssen wir zu jeder Zeit entschieden zurückweisen, meine Damen und Herren. Und für eine Diskussion, wie sich die Documenta künstlerisch aufstellt oder auch nicht, da braucht es eines ganz sicherlich nicht, und das ist diese Truppe hier rechts außen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Jetzt kommt der Kollege Andreas Hofmeister, CDU-Fraktion. Andreas, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Documenta ist die weltgrößte Ausstellung für zeitgenössische Kunst, und sie ist ein Aushängeschild für Hessen. Und deshalb ist es schon einmal vollkommen abwegig, was die AfD hier in ihrer Aktuellen Stunde unterstellt, dass die Landesregierung den Vorwürfen tatenlos zugeschaut hat, die im Raum stehen. Es ist doch vollkommen klar, dass, als das Thema aufkam im Januar dieses Jahres, sofort in Gespräche eingestiegen wurde, sofort sehr genau hingeschaut wurde, wo sind die Punkte, wo man ansetzen kann. Und unsere Kunstministerin Angela Dorn hat sich ja auch im Zuge der Debatte nicht nur einmal schon dazu geäußert. Sie hat zum einen ganz klar bekannt, dass Antisemitismus eines der drängendsten Probleme unseres Zusammenlebens ist und dass er weder auf der Straße noch in der Kultur Platz findet. Was ist dort bitte schön zu unterstellen? Man würde tatenlos zusehen. Das ist eine sehr klare Stellungnahme. Und es sind diverse Gespräche schon geführt. Es sind diverse Gespräche seit dem Aufkommen der Vorwürfe geführt worden. Nicht alles ist in den Medien. Das ist auch gut so, weil eine entsprechende Sensibilität an der Stelle gefordert ist und ein vernünftiger Austausch möglich sein muss. Und deshalb, meine Damen und Herren, das, was Sie hier machen, Sie entlarven sich ja selbst. Die Kolleginnen und Kollegen zuvor haben das ja schon sehr deutlich klargemacht. Und meine Damen und Herren, ja, natürlich, der Umgang des Künstlerkollektivs Ruhan Grupa war nicht immer glücklich. Und die Kommunikation, da hätten wir uns alle etwas anderes gewünscht, dass nämlich dort erkannt wird, mit welcher Sensibilität man in unserem Land mit den Fragen des Antisemitismus umgehen muss. Und deshalb ist die klare Erwartung, dass jetzt im Laufe der Documenta durch einen kritischen Diskurs, durch eine offene Debatte und mit Nüchternheit am Ende die Vorwürfe ausgeräumt werden können und die Documenta 15 ein richtiger Erfolg wird. Und meine Damen und Herren, unser Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker
hat sich gerade jüngst auch sehr klar wieder geäußert. Er hat ganz klar gesagt, dass der israelbezogene Antisemitismus klar bekämpft werden muss und dass es ein höheres Maß an Sensibilität in Kultureinrichtungen braucht, um hier auch Verwerfungen zu vermeiden, zumindest für die Zukunft. Und deshalb können alle aus diesem Fall durchaus lernen. Und, meine Damen und Herren, der Zentralrat der Juden will sichergestellt wissen, dass im Rahmen der Documenta keine antisemitischen Kunstwerke ausgestellt und kein Antisemitismus und Israel-Hass propagiert wird. Dazu bekennen wir uns ohne Wenn und Aber. Und wir haben auch die Verantwortung, solchen Tendenzen, wenn sie denn kämen, ganz klar und ohne Wenn und Aber entgegenzutreten. Meine Damen und Herren, die Documenta ist wichtig für Deutschland, für Hessen, für Kassel und für die Kunst weltweit. Und ja, unser Land hat eine besondere Verantwortung, für das Existenzrecht Israels einzutreten und gegen Antisemitismus Stellung zu beziehen. Und dieser Verantwortung kommen wir als Land Hessen sehr klar nach. Ratschläge von der AfD sind das Letzte, was es braucht. Räumen Sie erst einmal in Ihrem Laden auf und spielen Sie sich nicht als Kämpfer gegen Antisemitismus auf. Der Art und Inhalt der Rede von Dr. Grobe spricht für sich. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Wissenschaftsministerin. Bitte sehr, Angela. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat es sehr treffend gesagt. Das Interesse der AfD an Juden reicht nicht weiter, als sie als Feigenblatt zu nutzen für die eigene Demagogie. Sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, wer die Zeit des Nationalsozialismus als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet, wer das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet und wer hier im Landtag, Herr Lichert, in einer Debatte zum Klimaschutz antisemitische Codes verwendet, der sollte sein eigenes Verhältnis zu Antisemitismus klären und solche üble Unterstellungen, wie sie von Herrn Dr. Grobe kamen, hier unterlassen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich aber nicht bei der AfD aufhalten. Ich möchte über die Documenta sprechen. Dieses Jahr ist erstmals ein Kollektiv aus dem globalen Süden für die Documenta verantwortlich. Erstmals. Ruan Krupa aus Indonesien hat den Kollektivgedanken zum zentralen Konzept der Documenta 15 erklärt und weitere Künstlerkollektive eingeladen, ihre Arbeiten in Kassel zu präsentieren. Ihr Konzept Lumbung, die gemeinsam genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird, ist eine Metapher für Ihren Kunstbegriff. Es geht also um Gemeinschaft, um Gemeinwohl, die Verbindung aus Kunst, Gemeinschaft, Leben, um ganz neue Gesellschaftsmodelle. Das ist ungewohnt, das ist radikal neu für eine Kunstausstellung der westlichen Welt. Aber wo, wenn nicht in der Documenta, kann ein solcher Ansatz ausprobiert werden? Kann ein aufgeschlossenes Publikum dieses präsentiert bekommen? Ich freue mich auf jeden Fall, dass es bald losgeht. In den letzten Wochen hat allerdings nicht die Debatte über die Kunst die Auseinandersetzung über die Documenta bestimmt, sondern Antisemitismusvorwürfe gegen einzelne Künstlerinnen und Künstler über einzelne Kuratoren. Vorwürfe, die teils sehr zugespitzt formuliert wurden. Sie gehen zurück auf einen Blogbeitrag, der unter anderem auch antimuslimische Stereotype bedient hat. Und einige Darstellungen davon wurden mittlerweile widerlegt. Neben den Texten und Aussagen von einzelnen Künstlern geht es aber auch um das positive Verhältnis einiger Beteiligter zum BDS-Aufruf, der den Staat Israel völlig isolieren will.
Für mich ist wichtig, noch an dieser Stelle zu sagen, ein Israel-Boykott ist nicht die Position eines der Kollektive, die bei der Documenta beteiligt sind. Und erst recht wurde keines der Kollektive für ihre Positionierung zur BDS ausgewählt. Ich möchte an dieser Stelle aber auch eines sehr deutlich und unmissverständlich sagen. Ich selbst lehne einen Israel-Boykott entschieden ab. Er verhindert das Gespräch, er verhindert den Dialog. Und diesen Dialog, den brauchen wir gerade bei den Fragen um den Nahostkonflikt. Und vor allem zielt ja dieser Boykott nicht auf irgendeinen Staat ab, sondern auf den Staat, der sich als jüdische Heimstätte versteht. Und wir sollten uns die Bedeutung von Israel als Zufluchtsstätte für Jüdinnen und Juden nach jahrhundertelanger Verfolgung, nach einem beispiellosen Zivilisationsbruch durch die Shoah, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Deswegen, aufgrund unserer historischen Verantwortung, sind und bleiben das Existenzrecht Israels, die Sicherheit Israels Teil unserer deutschen Staatsräson. Und selbstverständlich müssen sich Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland einen Israel-Boykott unterstützen, sich selbstverständlich auf kritische Fragen einstellen. Wir treten als Landesregierung Antisemitismus in jeder Form entschieden entgegen. Das gilt zum Beispiel auch gegen Ihren. Aber das gilt selbstverständlich auch für anti-israelischen Antisemitismus. Und deswegen ist ganz klar, antisemitische Ressentiments, Antisemitismus dürfen auf der Documenta nicht zum Ausdruck kommen. Das darf nicht passieren. Und das hat die Documenta betont, das hat Juan Cooper selbst immer wieder betont. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, mir liegen auch keine Hinweise vor, dass Antisemitismus in den Kunstwerken auf der Documenta vorkommen. Wer also aktuell der ganzen Documenta ein Antisemitismus-Label anhängen möchte, wer Künstlerinnen und Künstler ausladen will, ohne dass es Belege gibt, dass sie sich in ihrer Kunst antisemitisch ausdrücken, der spricht der Zensur der Kunst das Wort. Und da wende ich mich ganz entschieden dagegen. Denn es gibt eine klare Grenze der Meinungsfreiheit und der Kunstfreiheit. Das ist das Strafrecht. Und da müsste dann eingegriffen werden, da würde auch eingegriffen werden. Aber alles andere, was Sie hier fordern, ist eine Zensur der Kunstfreiheit. Frau Ministerin, Sie denken bitte an die Redezeit. Der Kollege Lambrou wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Ich nehme keine Zwischenfrage der AfD an. Bei diesen Unterstellungen, die ich gerade höre, die Biografien gerade von grünen Politikern zu reden. Ich bin froh, dass ich eine Biografie, eine berufliche habe in der forensischen Psychiatrie. Ich weiß, mit bestimmter Aggression gut umzugehen. Ich bleibe einfach ruhig und werde meinen Vortrag hier weiter fortführen. Ich möchte auch einen anderen Aspekt in dieser Debatte sagen, der mir wichtig ist. Und, Herr Präsident, ich entschuldige mich, dass ich die Redezeit etwas überziehe. Aber mir sind an ein paar Punkten hier wirklich wichtig, auch noch einmal sehr klar Punkte zu benennen, die gerade in der Debatte sind. Es ist ganz klar, dass rassistische Anfeindungen und gar Angriffe in dieser Debatte keinen Platz haben dürfen. Die Bilder vom Wochenende, von bedrohlichen Schmierereien in der Ausstellungsfläche von The Question of Funding, die haben mich sehr betroffen gemacht. Deswegen gibt meine Solidarität ganz ausdrücklich auch den Kuratoren und den Künstlerinnen und Künstlern, die am vergangenen Wochenende und immer wieder im Zuge der Debatte rassistisch angegangen und angegriffen wurden. Deswegen gab es eigentlich eine sehr positive Ideen, wie wir mit den ganzen Antisemitismus-Diskussionen umgehen sollen. Die Documenta-Verantwortlichen wollten eine Reihe öffentlicher Diskussionen tun. Sie haben sie geplant. Und ich halte das für den richtigen Weg. Und ich habe Sie als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende auch dazu ermuntert, diesen wissenschaftlichen Diskurs zu führen. Und auch wenn die Diskussionsreihe Veneto Talk ausgesetzt wurde, habe ich mich bereits mit mehreren kritischen Stimmen getroffen. Ich werde auch den Austausch in den kommenden Wochen weiter fortsetzen. Selbstverständlich habe ich mich auch mit unserem Antisemitismusbeauftragten mehrfach ausgetauscht. Ich stimme mich auch eng ab mit der Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung, mit der Staatsministerin Claudia Roth, die mit dem Zentralrat der Juden gemeinsam eine vertrauensvolle Basis für Gespräche gelegt hat. Und ich weiß mich mit ihr, mit der Staatsministerin Claudia Roth, wie mit Josef Schuster einig, dass wir uns einerseits ganz klar weiter gegen Antisemitismus gemeinsam engagieren und dass wir die Kunstfreiheit schützen müssen.
Und wenn Sie sich in dieser Debatte einmal ein wenig umschauen, auch in dem wissenschaftlichen Spektrum, ich habe mit Prof. Nathan Schneider selbst persönlich gesprochen und ich fand seine Beiträge in der Kulturzeit sehr wichtig. Er hat deutlich gemacht, dass er auch weiterhin sich eine öffentliche Debatte wünscht. Er weist auf die Reibungen hin, die entstehen, wenn postkoloniale Ansätze, wie auf der Documenta, mit dem zionistischen Selbstverständnis zusammentreffen. Und er plädiert trotzdem dafür, oder gerade deswegen, wegen dieser Reibungen, dass man diese beiden Narrative, diese Pole der beiden ins Gespräch bringen muss. Das ist die Differenziertheit, die gerade der Abgeordnete Grumbach hier auch betont hat, wie wichtig die sind. Und in diesem Sinne begreife ich genau meine Aufgabe. Ich führe Gespräche. Das tue ich ganz genau gerade. Und weil es um Vertrauen geht, und darum, Brücken zu bauen, sind diese Gespräche vorerst intern. Sie sind nicht öffentlich. Aber selbstverständlich wollen wir die Diskussion auch wieder in die Öffentlichkeit tragen. Und jetzt hoffe ich auf eine spannende Documenta mit anregender, mit kritischer Kunst. Denn es ist Sinn der Kunstfreiheit, Zumutungen zuzulassen. Es wird auf verschiedene Weise bei der Documenta 15 Zumutungen geben, genauso wie in den 14 Ausgaben zuvor. Das ist gut und das ist richtig so. Aber es gibt eine Grenze. Antisemitismus gehört zu den Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Und wir werden darauf achten, dass das genau nicht passiert. Ich werde auch persönlich darauf achten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das waren 4:12 über die Redezeit. Und deshalb steht allen Fraktionen diese 4:12 auch wieder zu, wenn Sie sie nutzen wollen. Herr Dr. Grobe hat sich zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, es gibt zwei Arten von Antisemitismus. Und was ist Ihr Vorwurf an uns? Was ist das nämlich? Das, was Sie zeigen, ist Doppelmoral. Und welche Art von Antisemitismus beeinflusst letztlich das Leben der deutschen Juden in Deutschland, aber auch in Europa? Können Sie sich vorstellen, mit einer Kippa über die Zeil zu laufen ohne Sicherheitskräfte? Und wenn nein, warum nicht? Hat der jüdische Bürger Angst vor Rechtspopulisten? Natürlich nicht. Sie wissen genau, vor wem sich die Juden in Deutschland und Europa fürchten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Grobe. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aussprache beendet. Und wir kommen zur Abstimmung über den Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 20. Herr Dr. Grobe, zur Geschäftsordnung. Ja, was haben wir dann? Herr Präsident, wir bitten, die Punkte 3 und 4 einzeln abzustimmen. Danke. Naja, lesen. Also 3 und 4. Erst mal nach dem Raum gucken. Warte mal. Also, meine Damen und Herren, wir stimmen jetzt. Es wird so gemacht, wie es der Antragsteller wünscht. Das ist selbstverständlich. Wir machen jetzt erst einmal 1, 2, 5, 6, 7. Stimmen wir ab. Wer für diese Punkte ist, bitte ich um das Handzeichen. Die AfD-Fraktion dagegen. Das gesamte übrige Haus. Dann stimmen wir ab über den Punkt 3. Wer ist dafür? AfD. Wer ist dagegen? Wir sind in der Abstimmung, meine Damen und Herren. Da hätte ich gern keine Kommentare. Das übrige Haus. Und der Punkt 4. Wer ist für den Punkt 4? Die Kollegen der AfD. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Damit ist der Antrag, der dringliche Antrag, abgelehnt.